Hallo, willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute gibt es den Klassiker. Hallo, willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute gibt es was schönes, herbstliches. Und zwar gibt es heute einen Klassiker aus der HU Systemgastronomie Küche. Und zwar gibt es heute ein cooles Steak au Four. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Hauch! Ja, Steak au Four, ein Klassiker, der durfte natürlich auf keiner Restaurantkarte in der ehemaligen DDR fehlen. Und ich finde ihn nach wie vor super, macht man normalerweise aus dem Schweinenackensteak, aber wir haben das Jahr 2017 und wir haben Zugang zu relativ guten Produkten, von daher machen wir heute nicht aus dem Schweinenackensteak, sondern ich habe hier ein schönes Rauch-Aged Stück, einen Entrecot ist das, habe ich mir bestellt bei Eatventure, so ungefähr 300 Gramm. Wie gesagt, die ganze Nummer funktioniert am Schweinenackensteak. Aber wie gesagt, man so schön haben, ist besser als brauchen. Von daher nutzen wir jetzt etwas bessere Fleisch dafür, Schaden tut das gar nichts. Und dann habe ich hier an der Stelle ein Würzfleisch, auch so ein ostdeutscher Klassiker. Und beim Steak au Four scheiden sich die Geister. Man kann das auf der einen Seite natürlich mit Würzfleisch machen, was ich persönlich sehr gut finde. Man sieht aber auch mit Ragout, was sehr ähnlich zum Würzfleisch ist. Und in der Not geht es auch mit einem relativ dicken Stückchen Frikassee. Also auch die Nummer funktioniert. Dann habe ich hier noch eine schöne Scheibe Gouda-Käse. Habe hier einmal Magic Spice. Du kannst aber auch Salz und Pfeffer nehmen, je nachdem, wozu du gerade Lust hast. Habe dann hier noch einen Kerntemperaturmesser. Dann noch einen Löffel. Und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und Brett. Anfang tun wir ganz einfach, indem wir das Steak von einer Seite richtig angrillen. Und zwar legen wir das jetzt da auf einen vorheizten Grill, der hat jetzt so ungefähr halbe Kraft. Wenn euer Grill nicht so heiß ist, dann gebt ihr Vollgas. Wenn ihr einen Kugelgrill habt, dann legt er direkt über die Glut. Und zwar das Angrillen machen wir direkt über die Glut. Das Indirekte, wo wir nachher nach oben legen, macht er dann neben der Glut. Da haben wir das schon mal vorne weggenommen. Und lassen den auf der Seite, so wie er jetzt liegt, ungefähr 2 Minuten da liegen. Schön sieht aus, oder? Wenn du nicht so kalt wäre hier draußen. Nach 2 Minuten drehen wir unser Steak. Guck mal, so wird es ja eine neue Stelle hier. Einfach mal so um 90 Grad, einfach wieder von derselben Seite. Wir drehen es dann nochmal 2 Minuten an. Damit sind wir bei dem Angrillen von der Seite fertig. Gucken mal. Naja, ich würde sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass ich das ja nun nicht professionell betreibe, ist das in Ordnung. So, jetzt nehmen wir unseren Magic Spice, tun den darüber, drücken jetzt so ein bisschen an und dann haben wir das Fleisch gleich entsprechend gewürzt. Da oben drauf verteilen wir jetzt unser Würzfleisch oder euer Ragout oder was auch immer. Unser Würzfleisch oben drauf und ganz oben drauf garnieren wir das liebevoll mit einer Scheibe Gouda. Jetzt stellen wir unseren Grill von voller Leistung auf kleinste Leistung zurück und setzen unser schönes Steak au Four da oben hin und lassen es da oben zu Ende garen, bis wir eine Kerntemperatur, und zwar im Fleisch, von ungefähr 56 Grad haben. Das dauert so ungefähr eine Viertelstunde und wir sollten gucken, dass die Temperatur nicht weit über 200 Grad geht, weil sonst fängt uns der Käse an zu verbrennen. Also können wir auch durchaus so bei 180 lassen. Viertelstunde ist um und jetzt gucken wir unseren Pirel mal rein, wie der ausschaut hier. Geil. So stellt man sich hier vor, den nehmen wir jetzt runter. Geil sieht das aus, guck mal, schön der Käse drüber, unser Würzfleisch da unten drunter schön zerlaufen. Und jetzt schneiden wir mal an den Burschen. Mittelschnitt. Guck mal rein. Boah, Hammer. Mmh. So, ich schneide mir mal hier so eine Ecke ab. Ja, wo das alles zusammenbleibt. Also das ist ein Steak, was auf die Art und Weise natürlich so komplett auf dem Teller gehört und nicht irgendwie trocken seinen Gästen erreicht wird. Geil. Also als ob das Steak nicht schon saftig genug wäre. Kommt oben noch dieses schmelzige Würzfleisch mit dem Käse dazu und ja, was soll ich sagen? Das ist wieder so ein schöner Klassiker, der einfach mal wieder, ja, nicht in der Pfanne und nicht Herd, aber diesmal aktuell auf dem Grill gehört. Und ich kann euch bloß raten, Steak au Four ist der neue Schnitzel. Macht es mal demnächst und mich würde es sehr freuen, wenn ich vielleicht bei mir in der Facebook-Gruppe bei Klaus Grillt und Freunde, müsst ihr mal gucken, ist bei Facebook so eine Gruppe mit fast 40.000 Mitgliedern, also relativ groß, oder
na, sagen wir über 30.000 Mitglieder, relativ groß. Und Lachmann, seine Griller gibt es im Posten. Ich gucke da auch mal schön rein. Und ja, mich würde freuen, wenn ich den einen oder anderen mit dem Steak wo vorne irgendwo sehen würde. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben, über den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar oder über ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Ist das geil? Mmh.